Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zum zweiten Mal Division Rivals Rewards in EAFC 24. Wie man hier unten sieht, bin ich mittlerweile in Division 4. Ich habe gar nicht so viel gezockt, aber ich habe es trotzdem geschafft, zwei Ligen aufzusteigen. Vorige Woche waren wir in Division 6, jetzt sind wir in Division 4. Meine neue Taktik habe ich dabei auch unglaublich geholfen, also wie die abchecken. Also 4-2-3 ist echt richtig, richtig cool. Aber hier geht es ja jetzt um die Rewards Division 4. Ich mache gleich alles auf. Ich werde wieder die untauschbaren Packs nehmen. Ich bin packsüchtig. Ich will mehr Packs ziehen. Und wir haben auch noch das 83 Plus Pack. Das habe ich die SPC schon abgeschlossen. Das brauchen wir nur mehr öffnen. Und ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefällt, über ein Like, Abo, Kommentar und so weiter, würde ich mich riesig freuen. Und dann gehen wir rein. Holen wir den ganzen Lachs ab. Ja, Mas. Was gibt's hier überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Ein seltenes Megapack, okay, cool. Und ein, was? Prime Gold Profi Pack. Aber ich nehme das hier, die Option, wo ich es doppelt bekomme. Und ja, EA, bitte gebt's mal was Spielbares. Es ist unglaublich. Ich spiele nur mehr gegen Teams, die was besser sind als mein Team. Und ich selbst als Spieler kann das eigentlich auch nicht so wirklich im Wett machen. Also es wird Zeit, dass da mal was kommt, EA. Ich würde es mir wünschen. Ich würde es mir echt. Ich muss mich um Items kümmern. Okay. Der kommt weg. Ja, dann habe ich also ein 78 Plus Pack gezogen. Na gut, der Kollege kommt weg. Und mit was fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen gleich hier mit den einmal Prime Gold Profi, seltenes Megapack, Prime Gold Profi, seltenes Megapack und dann gehen wir in das Pack hier rein. Oder, ey, wisst was? Wir fangen mit den 83 Plus Pack an, weil das gehört eigentlich gar nicht zu den Rewards. 3, 2, 1, gehen wir rein. Gönn was, ey. Spanien, da ist schon vorbei. Bei Spanien ist original schon vorbei. Was ist das? Asper? Ja, Iglesias. Der alte Sänger. Und es ist ein 83er. Genau das beschreibt mein Backlog, meine Freunde. Genau das ist mein Backlog und den stoße ich jetzt ab. Ich brauche keinen 83er. 83 plus garantiert, ich bekomme 83er. Ja. Trading Gott bin ich keiner. Ich ziehe nichts, mein armes Team. Dann gehen wir hier rein. Ah, das wird auch nichts. Frankreich, ZM. Savaniere, wie der heißt. Nein. Bild baut. 81. Es schmerzt. Es schmerzt. Ja, wenn die erste Karte in 81er ist, da kann ja gar nichts sein. Na gut, dann gehen wir rein. Das erste ist halt in den Megapack. 3, 2, 1, gehen wir rein. Komm, je, bitte. Das ist auch kein Morgel, glaube ich. Portugal, RM. Schwamm Mario. Den braucht man ja unbedingt. Den braucht man ja unbedingt. Ein 82er. Mondi dahinter? Nein. Vier Duplikate. Na gut, mit den vier mache ich jetzt so ein 78 plus Upgrade. Vielleicht kommt da ja was raus. So, dann haben wir's. Holen wir ab. Aber ich glaube aus den 8, ich mag sie einfach nur wegen den doppelten Karten, aber ich glaube in den 78 Plusern, da hat noch nie wer was gezogen. Und der was gezogen hat, ist der größte Glücksprinz auf der Welt gefühlt. Ja, gehen wir rein. 78 Plus, wahrscheinlich wieder eine doppelte Karte. England, LM. Aston? Ramsey. Okay. Aus Manchester, ja, 78er, ich sag's ja, 78, das ist unglaublich bei mir zurzeit. Irgendwann wird der Schalter aber umgelegt. Komm, gehen wir rein, Prime Gold Profi Back. Ich glaube, das ist auch kein Walkout, Schweiz, nein, das kann ja wieder sein. Rechter Flügel, was ist denn das? Das ist irgendeine Dame, oder? Boah, wer den Namen aussprechen kann, ohne dass er einen Knoten in der Zunge hat, GG. Krokorokrevich. Kronokokrovich. Alter.
Junge, wenn wer weiß, wie man den Namen ausspricht, einfach reinschreiben. Und hier wieder ein 82er als bester, ein Duplikat. Ja, eins ist, das stoßen wir ab. Wow. Habe ich ein Vorschau-Pack zum Öffnen? Nein, in 5 Stunden, okay. Na gut, das Zettel ist mega Pack. Letzte Pack mit der Nase. 3, 2, 1, komm. Das wird auch kein Walkout. Frankreich, IV. Varane ist cool. Ich kann ihn zwar nicht in meinem Demon bauen, aber Varane ist cool. Varane, da kann ich mich nicht beschweren. Varane ist cool. Die Maria. Okay, 3 Duplikate, ein Hunter, was auch nett ist. Gut, der Rest sieht gar nicht so schlecht aus. Okay, der ist sogar tauschbar. Der ist safe untauschbar. Na gut, im Endeffekt war Hunter auch, ja. Im Endeffekt, es waren keine allzu guten Rewards. Mit Varane kann ich zufrieden sein. Ich kann nur leider nicht in mein Team machen. Ich habe nichts von der Premier League, ich kann ja mein Team kurz. Nein. Das wird nicht schnell verkauft. Nee. Innenverein damit. Ja, Innenverein. Ich kann ja mein Team kurz herzeigen. Das sieht zurzeit so aus. Ich spiele sogar noch die Evolutions-Karten. Aber ich bin mit meiner IVE unzufrieden. Aber ich habe halt sonst nichts von der Premier League. Ich habe ja den habe ich gemacht. Naja. Ich habe, wie viel habe ich auf der Uhr? 70k. Da kann ich nicht wirklich was bauen. Manuel Neuer, Kimmich sind untauschbar. Die Evolution natürlich auch, der Rest ist tauschbar, glaube ich. Naja, ich muss mir was überlegen. Auf jeden Fall, das war's mit diesem Video. Ich wünsche euch natürlich wie immer mehr Glück, wie ich hatte bei den Rewards. Haut rein, ich wünsche euch was und ciao, bis dann.